Das ist erstmal alles sortieren, die ganze Eisenblöcke lagere ich eigentlich gar nicht mehr in der Enderkiste, weil es sich halt einfach gar nicht mehr lohnt, die in der Enderkiste zu lagern, weil ich ja so unfassbar viel davon habe. So, Redstone kann da rein, das kommt da rein. So, jetzt ist die Frage, die sehr entscheidende Frage. Baue ich mir hier unten mal ganz kurz einen automatischen Ofen? Ah nein, ich brauche Blöcke. Weil ich muss es ja alles irgendwie schmelzen und das geht ja nicht einfach so. Dafür brauche ich ja wirklich den Ofen. Ja, ich baue mir jetzt hier unten einfach schnell einen schönen automatischen Ofen. Ist ja zum Glück nicht allzu schwierig, so ein kleines Öflein zu bauen. Dafür müsste ich auch direkt alle Utensilien haben. Ich brauche aber ein bisschen Holz und ich brauche noch ein bisschen Eisen. Eisen können wir direkt hier rausmopsen. Und ich habe hier auch noch jede Menge Gold und hier sind auch nochmal 3 Diamanten. Ah, nein! Nein, ich habe mein Schwert reingelegt aus Versehen. So, hopp, hopp, hopp. Tot. So, dann können wir direkt mal die Eisenblöcke benutzen, die hier in der Enderkiste sind. Ah, nein! Oh nein, ich habe kein Wasser mehr. Ich muss ganz kurz nochmal Wasser holen. So, da habe ich mein Wasser. Die Frage ist, wo wollen wir in den Ofen erstmal provisorisch bauen? Wir haben hier eine relativ coole Wand, um den zu bauen. Ne? Ich baue den einfach hier hin. Aber erstmal muss ich mir jetzt alles dafür craften. Und warum zur Hölle? Nee, das kotzt mich jetzt an. Warum haben wir hier so viele Crafting Tables, aber nicht ein Crafting Table hier? Nicht einer. So, zack. So, dann haben wir hier nämlich auch mal Crafting Tables bei mir. Wie kann denn das sein, dass wir die hier nicht haben? So, und weil mich das sonst auch wieder aufregt, tun wir hier den weg, tun das da weg, tun hier den hin und tun da oben den hin. So, magnifico, wunderschön. Nein, och, ich habe gedacht, ich komme trotzdem an die Enderkiste ran. Och, so ein Mist. Och, jetzt muss ich die nochmal abbauen. Aber theoretisch, wenn ich das so mache, das so und dann so. So, jetzt funktioniert's. So, dann müssen wir mal hier ran, müssen uns mal ganz viel davon machen. Dann brauche ich ganz viele Kisten. Und erstmal, oh nee, 26 Trichter sind dann tatsächlich doch zu viel. Aber wir können so machen, hier 13 Trichter sollten passen. So, dann brauche ich noch ein bisschen Stein, damit wir hier die Wand ein bisschen einziehen können, wenigstens so. Dann machen wir, komm, wir machen hier noch, weil wir einfach im Gönnermodus gerade sind, noch eine Wand hin. So, und wenn ich mich richtig entsinne, kommen hier 2 Öfen, da kommen 2 Öfen hin, oder? Aber wir bauen erstmal einfach einen Ofen. So, hier tun wir einfach auch noch eine provisorische Wand hin. So, und die Items, die von oben reinkommen, sind die gebraten werden müssen? Nee, okay, die von oben reingeleitet werden, sind die, ist der Brennstoff. Heißt, wenn ich jetzt hier 46 Golderz reintue, nein. Och Leute, okay, es ist falsch, es funktioniert nicht. Aber wenn ich hier 46 Gold jetzt reintue, funktioniert es auch nicht. Nee, wartet. Oh mein Gott, ich bin dämlich. Oh, ich habe es genau falsch gemacht. Hier ist Brennstoff. Da oben ist das, was halt gebrannt werden muss. Okay, super. So, und dann können wir das ganz einfach in eine Kiste leiten lassen. Und das geht dann so. Genau. So, perfekt. So wird ein automatischer Ofen gebaut, Leute. Tutorial Master XX Relation steht euch immer zu Diensten. So, dann kommt hier jeweils noch eine Doppelchest hin und hier. Und dann können wir jetzt immer darauf zugreifen, wenn wir irgendwas brauchen, was gebrannt werden muss. Oh nein, ich schmelze gerade die Kiste mit ein. Das wollte ich natürlich nicht. So, und exakt das gleiche können wir hier bauen. Und dann nochmal bauen. Dann haben wir 3 solcher Öfen. Die müssten theoretisch reichen, um alles versorgen zu können, was wir an irgendwelchem Stuff haben, den wir schmelzen können. Und um ehrlich zu sein, glaube ich eh, dass ich nur einen benutzen werde. Aber so, und für die Schönheit, Leute, weil wir so viel Leder haben, können wir jetzt auch einmal den machen. Können einmal hier unser Holz benutzen, einmal so. Und dann haben wir wunderschöne Rahmen. Die können wir einfach für die Schönheit, damit man sieht, oh, hier ist ein Ofen, können wir die an die Kisten bringen. Und können einmal symbolisieren, dass man weiß, yo, hier kommt das rein, was gebraten werden muss. Nein. Komm, ich schaff das. Ich schaff das nämlich so. So und so. Und dann symbolisieren wir gleichzeitig mit den Kohleblöcken nämlich, was rein da reinkommen muss, das, also das Bratmittel halt, ne? Das, was, ja, genau, das. So, dann können wir das nämlich da rein tun, weil soweit ich weiß, werden die jetzt parallel gut befüllt. Genau. Dann kommt das kommt da rein und der kriegt einen Kohleblock mehr. So, und dann können wir jetzt einfach alles an Eisenerz schnappen. Wo ist unser Gold? Das Gold haben wir, glaube ich, schon angefangen zu braten. Und haben wir sonst noch irgendwas, was groß gebraten werden muss? Ich kann hier nochmal reingucken. Nee, haben wir nicht. Super. So, dann kann ich hier jetzt ein Stack reintun, kann dort ein Stack reintun, kann dort. Ich glaube, wir bauen hier mal Half-Slabs kurz hin. So, Leute, weil wir sind smart, dass ich da auch immer ordentlich sauber rankomme. So, und dann können wir noch unsere Dias einmal in die Enderkiste legen.
Und unsere Smaragde. So, dann haben wir eine super schöne Ender Chest. 63 Diamanten. Damit werden wir definitiv auch eine ganze Menge anstellen, eine ganze Menge verzaubern, etc. Nur als allererstes gilt es daran, die ledige Sache zu machen. Und zwar den ganzen Stuff erstmal einzusortieren. Beziehungsweise in die Kisten zu schmeißen. Kann man es auch nennen. Dass wir nämlich auch da wieder eine kleine Ordnung reingebracht haben. So. So, und dann haben wir, wenn ich mich nicht irre, auch alles soweit ordentlich wegsortiert. Die Schalkerkisten sind wieder leer. Unser Ofen brät fleißig. So, dann kommen die Schalkerkisten noch wieder hier hin, so wie sie vorher auch waren. Hopp. Hier ist noch eine leere. So, und dann können wir hier, das stört mich auch übelst. Hier ist so viel Stuff drinne, der eigentlich gar nicht so wichtig ist, dass er hier sein muss. Dass ich den auch mal ganz kurz ein bisschen aussortieren und umsortieren muss. So, dann haben wir nämlich noch eine freie Enderkiste. Die hier sind dann auch dementsprechend wieder sortiert. Hier haben wir ein bisschen den Stuff. Hier sind ja auch die ganzen Picken noch drin. Und auch noch ein bisschen Panzer und alles drum und dran. Und hier sind dann ganz viele Bücher. Super. So, toll. Dann ist meine Picke auch wieder fast kaputt. Kann ich hier draus eigentlich irgendwie automatische Öfen machen, die XP speichern? Geht es nicht auch irgendwie? Ich weiß ja nicht, wie muss man da nicht einen Hebel ran? Geht das? Kann ich da einen Hebel ransetzen und die speichern die XP? Geht das so einfach? Ich muss erwähnen, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich teste das jetzt hier dementsprechend nur, weil ich halt wirklich gar keine Peilung von dieser 9114 Technik habe. So. Und keine Ahnung, wenn ich da jetzt Stein rein tue, wird der geschmolzen und was passiert dann? So, dann können wir gleichzeitig auch übrigens hier mal die ganzen Eisenbarren und alles rausholen. Können hier das rausholen und alles einmal zu Blöcken machen. So, und wenn ich jetzt hier das raushole, sind die XP doch für mich gespeichert, ne? Genau. Und wie kann ich es machen, dass der Trichter das trotzdem aus dem Ofen raussaugt, aber die XP trotzdem. Nee. Ab einer bestimmten Menge werden die dann rausgesaugt, ne? Leute, wisst ihr was? Wir versuchen das mal, damit ich nämlich das auch weiß, wie das funktioniert. Damit wir hier nicht durchgehend XP verschwenden. Dann tun wir einfach hier jetzt mal ein bisschen was rein. Das wird durchgeschmolzen. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge oder so nach, ob wir da ordentlich was an Stuff haben. Oder bekommen haben dadurch. An Stuff, an XP. So, Leute, dann würde ich sagen, nach einer wahrscheinlich sehr, sehr langen Zeit, wo ihr das hier nicht mehr gehört habt mit der Abmod, würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu einer neuen, entspannten Folge morgen um 17 Uhr. Bis dann und ciao, meine Freunde.